ist hier das Schöne daran. Ich singe wie ein sterbendes Rhinoceros. Ich weiß jetzt nicht, warum ich Rhinoceros genommen habe, aber das ist mir einfach in den Sinn gekommen. Ich hatte gerade ernsthaft Angst, dass ich vergessen habe, bei Camtasia wieder auf Aufnahme zu drücken. Camtasia übrigens nicht zu empfehlen für Spiele mit höheren Grafikanforderungen. Ihr seht ja selber, dass es gelegentlich leicht ruckelt. Also, ja, bei mir ruckelt es überhaupt nicht, aber bei euch springt Link ja manchmal so ein bisschen vor. Und das liegt an Camtasia. Aber dafür frisst es nun mal jetzt nicht 70.000 Gigabyte wie Fraps. Was auch ja mal wieder was wert ist. Ihr könnt mich alle mal. Ich gehe jetzt zum Muschelbasa. So. Wartet. Nein. Nein. An solchen Stellen kann ich mich immer gut orientieren, welche Musik drin ist. Zack, 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 zack. Und jawoll! Meine Aufgabe ist erfüllt. Und ich wusste es. Du besitzt ein neues Schwert. Vielleicht wäre es gut, deinen Namen drauf zu schreiben. Dieb. Zang. What? Zang. LOL. Zang. 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 Ein Fernkampfschwert? Wie geil. Zuck, zuck. Okay, jetzt sind wir wirklich Imba. Dong. Wenn das jetzt nicht nur wie in den alten Teilen ist, sodass man nur bei vollem Leben das machen kann, dann ist das die beste Waffe, die es gibt. Ja, immer ein Level 2 Schwert. Zack, zack, zack. Kann ich ihn jetzt auch endlich... Los, komm. Zack. Zack. Ja, es geht. Zack, zack, zack. Zack. Nein. Ah, ich habe kein Leben verloren. Patsch. Gut. Dann werden wir jetzt wieder hier hingehen. Müssen wir jetzt schon wieder mit dem blöden Ding fahren? War hier der Muschelbazar? Bitte nicht. Ich bin ein Vollidiot. Egal. Fahren wir nochmal eine Runde mit dem Floß. Auf der Karte kann ich vielleicht sehen, wie ich da hinkomme. Nee, ich darf nicht mit dem Floß fahren. Glaube ich zumindest. Ich werde den Wasserfall darunter schwimmen. Mit meinem unglaublichen Imba-Schwert. Zack. Geht nicht. Gut. Als wenn... Ma... Egal. Ich weiß jetzt nicht, ob sich das ehrlich gesagt gelohnt hat mit dem Schwert. Es ist zwar ziemlich episch. Ach egal, wir wollten ja alles machen, also machen wir auch alles. Hallo, guter Mann. Ich hasse dich. Du bist ein Halsabschneider. Ja, ja. Spast. So. Ich schieb dir mein Geld in Rachen. Was kriege ich dafür? Nein, ich wollte schon vorher runter. Hä? Och Mann. Komme ich dann zum blöden Tempel?
Ich wusste, dass da oben wieder 80 Rubine sind. Es ist halt so mies, du entscheidest dich für einen Rubin und kriegst es dann vorgeworfen, neben 50.000 an die vorbeifliegen. Da geht's, das gehört zum Tempel, tipp ich mal, schon. Nein, ich entscheide mich, ich wollte mich gegen das Ding entscheiden, ach Mann. Nein. Ich bezahle nicht nochmal 100 Rubine. Wo ist mein Imba-Schwert? So. Komm doch her. Komm. Na los. Na los. Geh weg. Ach, egal. Im Wasser bin ich ja relativ sicher. Ich muss durch irgendeine Höhle. Ich werde mal da unten hergehen. Und wenn es noch nicht hergeht, kriege ich vielleicht mal einen zweiten Weg hier hin, statt immer nur dieses blöde. Ja. Surfteil. Ne, okay. Es geht nur mit vollem Leben. Ja. Was für... Hey! Ich hab dich mit einem unbesiegbaren Schwert angegriffen. Willst du mich verarschen? Zack. Mann. Ich hasse es, den Weg zum Schloss zu suchen. Als ob. Als ob. Kriege ich gleich schon wieder einen Schreikrampf. Ne. Hä? Wie komme ich denn da rein? Ah. Oder so. Mach mir doch egal. So. Haha. Zack. Gut, den machen wir noch eben. Level 6. Level 6. Komische Elefantenstatuen und hässliche Pixel-Ding. What? What? WTF? Halt, stopp, halt, ey. Oh Gott. So. Toll. Oh. Ach gut.
Ja, das, ich sterbe. Egal. Ich gehe jetzt nicht nochmal zurück mit dem Gaia Wires Trank. Habe ich gar keinen Bock drauf, falls ich sterbe. Was ist das denn? Die muss ich wegsprengen, oder wie? Gott, das kann ja was werden. Kann ich die nicht auch einfach... so? Gott, die brauchen mehr als einen Fall. Die brauchen viel mehr als einen Fall. Das sind ja voll die Fallfresser! Jetzt muss ich die ernsthaft mit Bomben bekämpfen. Das Spiel macht sich echt unbeliebt bei mir. Ja, war klar. Vollidiot. Was haben wir hier? Ja, das hat sich ja richtig gelohnt. Ich kriege schon wieder zu viel. Na, wir haben ein halbes Herz, auch schön. Was auch ganz toll ist, dass wir Guy Wadys Trank gleich wieder einsetzen müssen, deswegen. Schachfiguren. Ja, wir haben keinen Schnabel. Das sieht ernsthaft wirklich nach einem Bombentempel aus. Hallo? Warum denn einfach, wenn es auch herumschändlich geht? Nicht... Oh, halt, stopp. Zack. Ja, ich bin tot. Zack. 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 Meine Güte. Komm wieder ans Headset mit deinen hässlichen Dreckspfoten. Hochheben kennt das Scheißteil auch nicht. Wäre auch zu schön gewesen. Ach Gott, ach Gott, ach Gott. Zack. Zack, so. Feder und Schwert. Hoffentlich hat es sich wenigstens gelohnt. Naja, immerhin etwas. Wenn jetzt Rubine gekommen wären, dann wäre es zu Ende gewesen. Och, ich hab Hunger. Ich hab noch nichts gegessen. Ich nehme ja jetzt auch gerade mal seit 3 Stunden auf. Also gefühlt, es werden noch nicht so viele sein. Aber zieh ich diesen Tempel jetzt noch durch? Oh.
Oder sag ich, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bei euch, dass es wahrscheinlich relativ egal ist, weil ihr einfach nur weiterklicken müsst. Ja, akustisches Signal bringt mir gar nichts. Zack. Ah. Nein. Oh Gott. Gott, der ist weg. Zack. Immer in etwas. So. Ich habe noch einmal nicht einmal das Lied gewechselt. Doch einmal, Herr Muschelbörser. Ach ja, ich habe diesen Tempel schon wieder richtig lieb, aber so richtig lieb, dass ich ihn nehmen möchte und seinen Kopf zerquetschen. Weil ein Tempel ja auch ein Kopf hat. Du Vollidiot, was kannst du eigentlich? Ich spreche mit mir selbst. Ja. Wisst ihr was? Ich spiele jetzt noch bis zum nächsten Item. Dann mache ich mal eine kleine Happa-Happa-Pause. Oder danach gucken wir mal, ob ich noch weitermache. Oder ob ich es jetzt mal auf den nächsten Part verschiebe. Ist nämlich schon relativ spät und ich wollte jetzt noch eigentlich hochladen. Toll. Wisst ihr was? Kurze Unterbrechung. Ich wette, hier irgendwo in der Wand ist ein Ort, wo ich aufsprengen muss. Und das ist Web. Ja, jetzt habt ihr kurz gesehen, womit ich spiele. Die ich aufbrechen muss und das guck jetzt eben, weil ich euch den Sound nicht antun will. Bis gleich. So, irgendwie hat der Sound gar keine Lust mehr, jetzt irgendwie mal irgendwann zu funktionieren. Ich hab's Spiel nicht angeklickt. Aber hier war halt, hier konnte ich das wegsprengen. Ich hab's einfach nur ausprobiert. Wie ich's mir. Hier kann ich bestimmt auch noch was wegsprengen. Habe ich jetzt einfach so ein Gefühl. Ne. BTF. Oh, ich weiß noch. Ja, ich weiß, wie man nimmt. Hä? Stopp, 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 stopp. So, ich bin jetzt nochmal kurz runtergegangen. Aus irgendwelchen Gründen hat sich der Sound jetzt doch plötzlich wieder angeschaltet vom Spiel. Den muss ich kurz wieder raushauen. Dass uns alles völlig verzogen ist. Also ihr werdet gleich irgendwo kurz im Video, oder ihr habt es wahrscheinlich schon gehört, entweder ihr habt oder ihr werdet es noch hören, ein komisches Rumgebelle. Weil das hier wahrscheinlich ein Hund darstellen soll. Also wundert euch nicht, das gehört nicht zur Musik. Hä? Das macht gar keinen Sinn. Toll, und was hat mir das jetzt gebracht?
In diesem Part geht aber auch echt alles schief. Naja, wisst ihr was? Ich beende jetzt auch. Ich habe tierisch Hunger. Es ist scheiße spät. Und wir beenden einfach mal vor dem Tempel. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Tschüss!